Hallöchen, ihr Freunde, und willkommen. Willkommen, willkommen zu Shinobi 3. Joa. Und da sind wir auch schon wieder bei einem nächsten Let's Retro mit Shinobi 3 von mir. Und ich presse auf Start und gehe auch gleich mal. Wir können mal kurz vorher in die Option gucken. Hallo, Option, Start, okay. Level, Musik, Stopp. Gut. Musik lassen wir also an. So, Game starten, liebe Freunde. Und Shinobi ist natürlich auch ein sehr geiles Retro-Game, was ich früher auch schon mal angespielt hatte. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie das hier vonstatten geht. Und wir sind einfach mal gespannt drauf. Wir sind ja hier eine kleine Nonja, sage ich jetzt mal dazu. Und mit der X-Taste können wir hier sozusagen unsere Kunais abfeuern. Und wir haben hier mit Y unseren Schwertfähigkeit. Ja, mit A war nochmal springen. Das Ganze ist natürlich auf der 360. Und und das ist natürlich unser Mega Drive Ultimate Collectors Edition Bundle, wo wir unsere Retro-Games drauf haben. Und ich denke mal, wir werden jetzt hier einfach mal losmarschieren. Und Shinobi war damals ein sehr, sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Dass ich sehr gerne gespielt hatte. Ich persönlich hatte es zwar nicht zu Hause gehabt, aber ich habe es bei Kumpels gespielt. Und das war so einer meiner geilsten Erlebnisse unter anderem. Und ich fand es ehrlich gesagt richtig geil. So. Ja, was hat man eigentlich früher doch sehr viel mit solchen Spielen verbracht, und die Grafik fand ich damals zu der Zeit auch schon ziemlich geil, und früher war es eben halt anders noch nicht, und kann ich eigentlich auch mit dem Schwertchen noch reagieren? Yes! Hey, Penner, ja, ich zeig dir, wo der Frosch die Locken hat. So, jetzt kommen wir in ein Alter. Können wir eigentlich, haben wir oben noch Tasten? Ah, so können wir also blocken. Oh, wer ist er denn? Den mag ich ja gar nicht. Den politischen Schnürschuh. Komm her, dich hau ich einfach mal weg hier. Wisst ihr, wich argumentiert, mein Guter. So, jetzt haben wir, glaube ich, hier unseren ersten kleinen Zwischenboss oder Endboss. Alter, den macht das ja gar nichts aus. Doch jetzt. Ha, was war das denn, liebe Freunde? Was war das denn? Das war ja überhaupt keine Herausforderung für uns. Ja. Alter, da müssen doch schon ganz schön mal ganze Maschinen kommen und keine Ersatzteile hier. Zack. Und dann hangeln wir uns hier mal rüber. Von A nach B. Umweg über C interessieren uns nicht. Zack. Und den schauen wir auch noch mal weg hier. Alter, der hat mich erwischt. Scheiße. Verdammt. Sag mal. Sag mal. Ich treffe mich hier andauernd. So, jetzt haben wir auch wieder ein paar Kunais am Start. Ja, die Kunais gehen hier auch alle. Wir haben noch 22 Stück zur Verfügung. Oben wird natürlich unsere Live-Anzeige angezeigt, unsere sogenannten HP. Na, warte mal, ich muss hier. Zack. Nein. Verdammt. Ey. Jetzt komme ich nicht. Nein, bitte nicht. Gibt's nicht. Ich komme da nicht hoch, liebe Freunde. Ich versage. Wie geil ist denn das? So. Nein, komm schon. Und jetzt eigentlich hier. Ja. Nee, geht nicht. So,
Alter. Tja. Wer hat gesagt damals, dass diese Retro-Spiele echt einfach waren? Damals zu der Zeit, gut, hatte man keine anderen Spiele gehabt und, verdammt. Sturm versagt. Nein. Ja. Jetzt könnt ihr live mal miterleben, wie Stormyline versagt hier. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass die Spiele zu der... oder zu dem jetzigen Standpunkt irgendwie schwerer geworden sind als zu damaligen Lebzeiten. Früher hat uns das hier gar nichts ausgemacht, hier sind Schwierigkeitsgrade, und heute heutzutage wird das irgendwie, oder kommt einem das irgendwie ziemlich schwer vor. Verdammt, ich muss ja bloß da hochkommen. Entweder stelle ich mich gerade zu dämlich an, oder ich komme da absolut nicht hoch. Ach, verdammt. Ja, ich glaube, das wird nichts. Wir haben hier unseren Meister gefunden. Komm schon. Nicht. Wir kommen da nicht mal hoch. Dann wird das dieses Mal ja eine kürzere Folge als geplant, liebe Freunde. Das tut mir echt leid. Ja. Wo war der mit sich wieder hoch? Ich weiß das gar nicht. Ach, da fällt man ja auch rein. Gut. So sieht das aus, wenn man natürlich sterben tut. Aber das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, ihr Lieben. Ich wollte euch auch noch ein bisschen, noch mal ein bisschen Action zeigen, hier ein bisschen. Als da hier jetzt einmal schnell an der Wand da umher zu frigieren da und zu versagen. Und wir haben natürlich auch wieder frisch Kunais am Start. Jetzt müssen wir uns natürlich hier wieder rüberhangeln. Ja, ihr könnt mir auch gerne schreiben in die Kommentare, was ihr so von Shinobi eigentlich haltet, Shinobi 3. Zack. Eine Bombe. Alter. So, damit haben wir wieder Kunais eingesammelt. Jetzt kommen wir wieder am gleichen Punkt, wie wir vorhin auch schon waren. Ja, ich bin drüber. Oh, alter Schwede. Das war jetzt aber auch wirklich ein Akt der Begierde, aber ich bin stolz auf mich. So. Oh, oh. Hier müssen wir nämlich aufpassen, hier kommen so eine Stacheln raus. Da ist schon wieder so ein... Alter. Mit dem los. Ist er weg? Wir haben ihn doch wegargumentiert. Cool. Nein. Ja. Bist du weg, wa? Weg, weg! Sagt der alte Shinobi und haut ihn eine rein. Und wieder das gleiche Spiel. Ah, jetzt habe ich den Dreh raus. Kein Doppelsprung. Ich habe vorher den Fehler gemacht und habe immer zu einen Doppelsprung gemacht. Und das war natürlich mein kleines Verhängnis gewesen. Weg ist er. So, wieder ein paar Kunais einsammeln hier. Wir haben nur noch 32 Stück zur Verfügung. Oh, Bombe. Nein, nein. Jetzt bin ich runtergefallen.
verdammte Axt! So, drüben. Verflixt Axt und zugenäht. Oh, ich muss unbedingt die Schuriken ausweichen. Verdammte Scheiße. Wieso erwischt mich denn die Bombe noch? Ah, hier haben wir wieder Großseilakt der Begierde. Zack. Lass mich mal. Ja, loslassen, loslassen. Zack. Wieder Kuna ist eingesammelt. Gut, und go. Eieiei, was kommt denn jetzt? Nein. Ein Schredder für Arme. Ein Schredder für Arme haben wir hier. Nimm das, nimm das, nimm das. Alter, der ist schon ein bisschen schwieriger. Ja. Yeah. Ich bin umher und singe mit Blitzen. Mehr. Alter, ich habe keine Schulden mehr. Ich hoffe, dass ich den schaffe. Verdammt. Ich habe nämlich auch gar kein Leben mehr, liebe Freunde. Scheiße. Wow, mit einem Strich noch geschafft, liebe Freunde. Das ist ja mal eine Leistung, sage ich jetzt mal. Round clear. Erfolg freigeschaltet, ein wahrer Ninja. Ich bin eine wahre Nonja und hab dieses Level geschafft. Das erste Level haben wir sozusagen jetzt hinter uns gebracht und wir haben jetzt hier Round 2. Und ich denke mir mal, wir schnuppert da nochmal kurz rein. Wir haben noch ein klein wenig Zeit hier auf meiner Uhr. Yeah, reite geschwind, Swifty. Yeah. Ich habe das damals echt geliebt, Freunde. Zack, zack, weg mit euch. Yeah. Zack. Ja, komm her, hier. Oh, ich habe doch vergessen, Kunas einzusammeln. Scheiße. Da hätte ich rüberspringen müssen. Ich zeig dir, wo die Pferden die besten Stellen haben. Nein, ne? Scheiße, ich habe wieder vergessen, die einzusammeln. Ach, Kunas sind alle, deswegen. Egal. Dann greifen wir mit Kunas so an. Oh, wir haben wieder 16 Kunas zur Verfügung. Das ist natürlich schön. Leben haben wir auch gekriegt. Oder Herzchen, besser gesagt. Das ist ja kein Leben, das ist ja für unsere Gesundheit. Los, reite Swifty. Oh, wer ist er denn? Nein, oh, verdammt. Kann ich aufpassen? Aua, 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 aua. Der Typ ist echt nicht ohne. Oh, aua, Hilfe. Oh, ich habe keine Kunas mehr. Ich glaube... Ja, den haben wir jetzt mal erwischt. Wieder erwischt. Ist gar nicht so einfach. Der hat Schack an seinen Beinen. So, wir haben ihn erwischt. Ich hoffe, dass der bald tot ist. Ja, wir haben ihn erledigt. Yes, wirft die Attacke. Ja, und schon sind wir hier in der nächsten Aua angekommen. Zack, weg mit dir. Oh, die schießen. Ja, das sind schon neuwertige Nonjas. Die haben schon Gewehre.
und Bumerangs. Aber wir, sind ja Gegner, die im Schatten versteckt angreifen. Wir sind lautlose Killers. Alter, macht das Spaß. Ich möchte am liebsten gar nicht aufhören. Ich glaube, wenn Spielesammler sich das angucken würde, ich glaube, der würde mir recht geben. Der wird, glaube ich, wieder voll Lust und Laune drauf kriegen. Ja, sei gegrüßt an der Stelle. So, mit den Fahrstuhl nach oben. Oh, Alarm wurde ausgelöst. Was ist er denn für eine? Alter. Alter, ich habe kein Dings mehr. Ja, das war's ja wohl schon. Wir sind tot. Sind aber relativ weit gekommen und ich werde jetzt aber an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt mit mir zusammen. Und wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch da und ja. Ich sag dann mal ciao, bis zum nächsten Let's Angespielt von mir.